Hallo liebe Bonsai-Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Black Label Bonsai mit mir Marco. Und heute geht es wieder mal um das Thema Juniperus chinensis. Ich habe diesmal geht es aber nicht um eine Erstgestaltung, sondern um quasi eine Zweitgestaltung, wäre vielleicht zu viel gesagt. Aber ich habe letztes Jahr, Anfang des Jahres, im Frühjahr quasi einen von unserem Top-Rohmaterial stark zurückgeschnitten, im Nachhinein irgendwie sogar zu stark. Die Form ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, also das heißt, wir haben keine klare Form, was das Dreieck angeht. Und da will ich jetzt mal gucken, ob ich mit ein bisschen oder vielleicht sogar auch mit ein bisschen mehr dickem Draht jetzt daran noch was verbessern kann und möchte euch natürlich zeigen, wie das Ganze aussieht, vorher und nachher. Also schauen wir uns das jetzt mal gemeinsam an. Ja, hier steht er, der angesprochene chinesische Wacholder. Und wie man sehen kann, habe ich schon mal etwas bearbeitet, etwas zurückgeschnitten oder sogar sehr viel zurückgeschnitten. Ich habe hier ein bisschen Totholzbearbeitung gemacht. Die Pads sind wirklich super, super schön gekommen. Also auch da war wirklich bedeutend weniger Grünmasse vorhanden. Und das hat sich jetzt wirklich sehr, sehr schön auch über den Sommer wieder aufgebaut. Und deswegen wird es jetzt Zeit, hier nochmal zu gucken, was wir machen können. Ganz blöden Schnitt habe ich auch gesetzt oben. Der thront jetzt quasi gerade so ein bisschen über allem. Und ja, das Wichtigste ist aber, wir haben hier zwar schöne Pads. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Äste quasi, die benutzt werden, aber wir haben keine Spitze, wie man sieht. Jetzt kann man sich fragen, ja, war das vielleicht die Spitze? Ja, bestimmt, sicherlich, aber in einer Form, die mir einfach gar nicht gefallen hat und wo ich nichts anderes gesehen habe, außer das erstmal abzuschneiden. Und jetzt muss ich wirklich hier aus so einem Material, wo ich quasi wirklich meiner Meinung nach auch einen Fehler gemacht habe, ein bisschen zu schnell einfach abgeschnitten habe, schauen, ob ich hier wieder was Vernünftiges rausbekomme. Also auch eine Herausforderung für mich und ich muss quasi jetzt gucken, ob ich hier ja noch was Vernünftiges rausbekomme oder irgendwann sicherlich, aber ob es dieses Jahr dann schon so weit ist. Und ja, das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Ja, um nicht immer nur direkt das Endprodukt dann zu zeigen, hier vielleicht auch mal ein paar Zwischenschritte. Man sieht jetzt schon, dass ich hier an dem Pad etwas gearbeitet habe. Das Wichtigste ist eigentlich dann hier unten sauber zu machen. Das gibt einfach die beste Abgrenzung. Und oben natürlich so ein bisschen geschwungen stehen zu lassen. Das macht jetzt schon einen ganz guten Eindruck. Wie gesagt, jetzt nach knapp anderthalb Jahren Bearbeitung, hier stand wirklich nicht mehr allzu viel. Das sieht jetzt schon sehr gut aus. Dann war ja einmal das große Problem hier noch die Schnittstelle. Und da habe ich mir jetzt gedacht, da mache ich jetzt Totholz draus. Also das heißt, ich nehme diese Stelle und führe die nach hier hinten. Ich werde dann oben auch aufhören, also das heißt, ich werde sie nicht verbinden mit dem Totholz hier. Durch diesen Schwung von dem Baum gibt es aber so ein bisschen diese Illusion, als würde das hier alles weitergehen und eben bis hier oben reichen. Ja, das hat halt den Vorteil, indem ich einfach nicht mache, sondern einfach nur diese Illusion schaffe, sieht es natürlich gut aus. Auf der anderen Seite kann ich dann aber viel Borke wirklich heil lassen und dadurch einfach besser den Saft transportieren. Von daher bin ich da jetzt gar nicht scharf drauf, das wirklich durchzuziehen, sondern solange ich die Optik dafür kreieren kann, bin ich damit mehr als zufrieden. Man sieht noch, der Baum ist sehr, sehr ausladend, also das heißt, er geht links und rechts ordentlich weg. Die Spitze ist immer noch nicht definiert und da muss ich mir jetzt weiter Gedanken machen und natürlich mal ganz dicken Draht anlegen und schauen, ob ich das irgendwie jetzt hinbekomme. So, jetzt steht eine etwas größere Entscheidung an, und zwar das Problem quasi, dass wir wirklich hier so lang sind, also das heißt wirklich fast so breit wie die Kiste ist oder in der Diagonale steht jetzt hier oder sind wirklich die Pads geformt. Das passt jetzt zu diesem Stamm absolut nicht, also das heißt, entweder muss ich den hier
deutlich einkürzen und kann hier irgendwas mitmachen, mit dem, was quasi noch relativ nah am Stamm ist, oder dieser wirklich große Bereich jetzt aktuell dieses Baumes wird jetzt gleich weichen. Da arbeite ich mich jetzt einfach hier lang zurück. Also das heißt, ich fange jetzt an, nehme immer mehr raus und gucke, ob ich mit den Ästen, die da sind, noch was hinbekomme, ob das Sinn macht. Und wenn eben nicht, dann wird der verschwinden und wird in dem Fall aber auch noch dann einen weiteren Gin ergeben. Das schauen wir jetzt mal uns gleich an, was daraus geworden ist. Das Stück ist jetzt abgekommen. Das heißt, hier ist schon gut was ab. Aber das reicht mir nicht. Und ich habe jetzt überlegt, so war vorher die Ansicht, wenn man sagt, das ist jetzt hier die Front. Das, was ich sagte, relativ ausladend. Wenn ich jetzt hier mit der Front rumgehe, was auch sehr schön ist, dann habe ich den Baum schon deutlich kompakter bekommen und kann quasi hier drauf komplett verzichten. Das kommt runter. Der hier, den kann ich dann näher hier ranholen. Hier muss ich dann schauen, was ich daraus kreiere, ob die Spitze daraus kommt, höchstwahrscheinlich. Sonst hätten wir hier hinten noch eine Option. Das wird dann aber noch mal entsprechend länger dauern, den hier auch interessant nach vorne zu bekommen. Aber das heißt, jetzt habe ich mich entschieden, das wird verschwinden. Das kommt runter hier, das kommt näher ran und schon habe ich das Ganze kompakter gestaltet. Der Ast ist nun raus und ich habe schon mal ein bisschen am Gin gearbeitet. Auch das kann man immer später noch mal viel feiner machen und strukturierter. Auf jeden Fall ist jetzt erstmal klar, wie die Gestaltung wird. Wobei ich hier eben noch gesagt habe, ich könnte mir vorstellen, das wird quasi der neue Blickwinkel. Da haut der aber sehr stark nach hinten ab. Und ich glaube fast nicht, dass ich den, hier oben, so gut hinbiegen kann, dass das authentisch aussieht. Von daher gut möglich, dass ich doch wieder ein bisschen zurückgehe. Indem der hier runterkommt, haben wir aber auch die Tiefe und das wird, glaube ich, schon passen. Das wird nachher der große Knackpunkt, wie wir hier die Spitze aufbauen können. Und da bin ich auch schon aufs Ergebnis gespannt. Da muss ich mal Draht anlegen jetzt. Der Baum ist nun überarbeitet, hat eine Form, die mir gut gefällt und ich sehe auch schon, dass die Entwicklung, die ich mir vorstelle, gut möglich ist, weil schon die richtigen Ästchen in der richtigen Position sind. Und wir jetzt einfach mit ein bisschen Geduld und nachher natürlich mit Drahten schneiden, es wirklich auch hinbekommen können, einen wirklich sehr, sehr ansehnlichen Bonsai aus diesem Material zu machen. Aber jetzt schauen wir uns das mal gemeinsam an. Da ist er nun, unser Juniperus chinensis, chinesischer Wacholder, der vorher sehr, sehr ausladend war und keine richtige Spitze hatte. Das hat sich jetzt geändert. Wir haben eine schöne Spitze. Mit 5 mm Draht konnte ich das Ganze halbwegs bändigen und hochstellen. Also das ist wirklich dann der Fall, wenn wir mit älteren Ästen arbeiten, ist das Arbeiten natürlich deutlich schwieriger. Deswegen liebe ich es ja immer, mit dem kleinen, jungen Material zu arbeiten und die dicken Äste sofort rauszunehmen und wirklich die schönen, dünnen Äste dann zu nehmen und durchzudrahten. Ja. Aber hier sieht man schon, wir haben das Pad quasi hier so ein bisschen nochmal nach vorne geholt, auch mit einem 5 mm Draht. Stand schon relativ gut, wirklich nur kleine Anpassung. Diesen hier haben wir hier hinter geholt, der stand quasi eher komplett nach hinten weg und jetzt quasi hier an der Seite als Support. Diesen hier, ja, da reichte 2,5 mm Draht. Ist noch nicht so gut vom Pad. Ich habe noch ein bisschen geschnitten, schon mal die Aststruktur dann aufgesetzt. Und da müssen wir jetzt einfach ein bisschen Geduld mitbringen. Und genau, hoch geht es dann zur Spitze. Wie gesagt, 5 mm Draht.
Und hier seht ihr schon, ich habe ein bisschen Wundpaste benutzt, weil mir das Ganze da ein bisschen gerissen ist. Es ist ein Ästchen abgerissen und hat eine kleine Wunde hinterlassen. Das habe ich jetzt einfach mal ganz großräumig mit der Paste verdeckt, dass da auch auf jeden Fall die Spitze durchkommt und genug versorgt wird, weil wir natürlich auch hier schon mit dem Totholz jetzt einiges weggenommen haben. Nochmal an Borke. Das heißt, so will ich einfach auf Nummer sicher gehen, dass die Feuchtigkeit, also das Wasser, bis nach oben transportiert werden kann. So, ja, das ist er dann. Was erhoffe ich mir für die Zukunft? Was erwarte ich? Dass wir diesen kleinen Kumpel hier irgendwie hier hinbekommen, dass dieser Raum noch gefüllt wird. Man sieht das jetzt relativ gut. Hier haben wir zwei schöne Pads. Dann fehlt hier, ist ein bisschen viel negativer Raum. Hier sollte noch was stehen und auch hier auf der Seite sollte auch noch ein weiteres Pad kreiert werden. Oben sowieso noch relativ viele Möglichkeiten. Das lasse ich jetzt erstmal wachsen und entscheide mich dann, wenn ich einfach mehr weiß. Und das wird bestimmt noch ein Jahr dauern oder über ein Jahr, bis ich jetzt hier das nächste Mal rangehe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Abo da, ein Like, ein Kommentar und dann verpasst ihr nichts mehr, was hier auf unserem Kanal los ist. Alles rund um Bonsai, von der Erstgestaltung über Weiterentwicklungen. Hier wird noch einiges folgen, also bleibt gerne dran, bleibt bei uns. Und natürlich könnt ihr uns auch sehr gerne besuchen kommen, hier in Niederkrüchten-Emt am Niederrhein zwischen Mönchengladbach und Roermond. Viele hundert Bonsai, viele tausend Prä-Bonsai, das heißt alles da, was das Bonsai-Herz begehrt, kommt vorbei und macht euch selber ein Bild. Bis dann, ciao!